Tu einfach, was du tun musst. Das mache ich doch immer, Sam. Das mache ich immer. Was ihr begreifen müsst, ist Folgendes. Der Sam Fisher, den ihr kanntet, ist tot. Amerika hat ihn umgebracht. Ihm zu viel abverlangt. Es einfach zu weit getrieben. Ein besoffener Autofahrer hat ihn getötet. Irgendein Arschloch, das seine Tochter überfahren hat und dann abgehauen ist. Sie war das Einzige. Das Einzige, das ihn zum Menschen gemacht hat. Seine eigenen Leute haben ihn getötet, ihn auflaufen lassen. Ihm gesagt, dass er seinen besten Freund in irgendeinem ranzigen New Yorker Keller abknallen soll. Irving Lambert starb durch Sams Hand. Und als er starb, starb auch Sam. Er ging und ließ Third Echelon und das Leben, das er kannte, hinter sich. Amerika, Apfelkuchen und all den Rest. Er stieg aus und suchte nach einem Grund dafür, überhaupt weiterzuleben. Irgendwann fand er ihn. Er hörte das Gerücht, dass der Unfall seiner Tochter vielleicht gar kein Unfall war. Er hörte einen Namen. Und er wusste, wo er suchen musste. In einem Ort namens Valletta. Auf Malta. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Ein Anruf für Sie. Ihr bitte mit besten Empfehlungen der Anruferin. Sam? Wer ist da? Wie haben Sie mich gefunden? So schlecht bin ich nun auch nicht. Und tu bloß nicht so, als würdest du meine Stimme nicht mehr kennen. Graham, was zum Teufel willst du? Dein Leben retten. Danach sehen wir weiter. Eine Gruppe von bewaffneten Männern ist gerade beim Markt eingetroffen. Sie suchen dich. Solltest du nicht tun, was ich dir sage, wird das ein sehr kurzes Gespräch. Ich tue gar nichts. Du verrätst mir jetzt erstmal, wie du mich gefunden hast. Wir sind Third Echelon. Wir sehen alles. Sieh einfach mal nach oben. Ich sehe es. Dann kann ich es ja endlich wieder auf sichere Höhe bringen und du kannst abhauen. Hast mir immer noch nicht gesagt, wie du mich gefunden hast. Bewegung. Ich sehe mehrere Gegner, die sich deiner Position nähern. Und du sitzt da auf dem Präsentierteller. Im Markt gibt es ein paar Stände, die dürften dir genügend Deckung bieten. Ganz wie in alten Zeiten, hm, Grim? Ganz wie in alten Zeiten. Hast du was dabei? Ja, aber ich werde bei all den Leuten hier ganz sicher keine Schießerei riskieren. Das ehrt dich. Aber im Augenblick ist meine größte Sorge, wie ich dich da lebend rausbekomme. Sieh zu, dass du zu den Ständen kommst, sonst kann ich dir nicht helfen. Verschwindet! Los, raus mit euch! Oh mein Gott, oh mein Gott! Scheiße, ich sag dir, ihr sollt verschwinden! Gut, dann wollen wir dich mal näher an die Ziele im Hellen ranbringen. Wechsle von Deckung zu Deckung, bis du den Gepäckstand erreicht hast. Dann kann ich dir vielleicht helfen. Was ist denn der Bewaffnete? Schon mal darüber nachgedacht? Scheiße, Mann. Schick sofort Verstärkung, okay? Ich bin da. Sekunde. Ich hack mich ins Stromnetz und leg die Transformatoren mit einer Spannungsspitze lahm. Dann wird's dunkel. Es gibt nichts, vor dem man im Dunkeln Angst haben müsste. Manchmal ist Dunkelheit toll. Zum Beispiel, wenn man schlafen will. Ich kann auch mit Licht schlafen.
Wenn es hell ist, kannst du nicht sehen, was im Dunkeln ist. Wenn es dunkel ist, siehst du deine Umgebung viel besser. Wirklich? Wirklich. Wenn also ein Monster oder böse Menschen da sind, siehst du sie. Und weil es dunkel ist, sehen sie dich nicht. Aber ich sehe dich doch auch nicht. Mach das Licht wieder an. Okay. Ich habe noch was. Eine tolle Sache, die ich dir noch nicht gezeigt habe. Echt? Zeig sie mir. Okay, pass gut auf. Wenn du im Dunkeln bist und deine Augen sich erstmal daran gewöhnt haben, kannst du die Dinge um dich herum gut sehen und alles Mögliche mit ihnen anstellen. Was denn? Wirf mal einen Blick auf dein Mobile. Du kannst es doch gut sehen, oder? Wenn da jetzt Monster drunter wären, mein Schatz, dann könntest du es vielleicht einfach auf sie fallen lassen. Und weg wären sie. Sie wären nicht mehr böse, weil es ihnen auf den Kopf gefallen ist? Ganz genau, Schatz. Daddy, was war da? Daddy möchte, dass du im Bett bleibst, okay? Er macht nur die Tür zu und ist sofort wieder zurück, in Ordnung? Okay, hab dich lieb. Bleib im Bett. Das wär's, Sam. Schön dunkel, so wie du's magst. Hältst du dich für zäh? Du und ich, wir sind noch nicht fertig miteinander. Scheiße, scheiße, scheiße! Da warst du, Bastard! Der große Sam Fischer versteckt sich! Na so... Scheiße! Scheiße! Komm raus und halt dich, Drecksack! War es das, Fischer? Läufst du einfach weg? Wie sieht's aus, Mann? Was Gutes gefunden? Alles Scheiße hier. Du hast die Hütte ausgesucht. Du hast gesagt, das wird ein Spaziergang. Ich hab gehört, dass es hier Orden und so einen Scheiß gibt. Und dass die Alte, die hier wohnt, heiß ist. Sollen wir warten, bis sie nach Hause kommt? Und ein bisschen Spaß haben. Na Scheiße, Mann! Sam. Was hast du gemacht, Daddy? Was ist los? Sam, rede mit mir. Sam? Sam, hörst du mich? Mach jetzt bloß nicht schlapp, uns läuft die Zeit davon. Grim? Da bist du ja. Sie haben Verstärkung geholt. Anscheinend ist der Kerl, der bei ihnen das Sagen hat, unter ihnen. Wenn du es schaffst, ihn zu erreichen, helfe ich dir dabei, ihn zu identifizieren. Wer bezahlt eigentlich diese ganze Sache? Kobe, gar nicht schlecht. Müssen wir unbedingt für den arbeiten? Er zahlt gut. Er ist ein Penner. Gramkos sollte die Geschäfte machen und ihm Befehle erteilen, nicht andersrum. Gramkos sieht das anders. Kobe sagt Frosch und Gramkos hüpft. Hat Gramkos... Ich habe den Knaben identifiziert, Sam. Er heißt Dmitri Gramkos. Ist der Anführer einer Gang, die sich für die unterschiedlichsten Aufträge anheuern lässt. Für wen arbeitet der Mann gerade? Frag ihn doch einfach. Glaub, das will ich tun. Siehst du was? Nein. Nein, Mann. Scheiße. Dieser Fischer ist schlau. Der ist vermutlich längst zum Hinterausgang raus. Und wir stehen Das sollte genügen. Die Rückseite wird bewacht. Er muss hier entlang kommen. Hoffentlich kommt er, bevor wir eingeschlafen sind. Wo versteckt der Kerl sich nur? Vielleicht beim Schmuckstand? Nee. Scheiße! Idioten, helft mir! Oh, Mann! Macht ihn fertig! Nicht bewegen, Jungs! Rein da! Rein da! Fisch!
Scheiße, komm hier nicht in den Raum! Na? Scheiße, komm raus, du Bastard! Zeig's ihm! Scheiße, ich lade nach! Da drüben, Jungs! Mach dich! Irgendwann musst du zurück! Ja. Fischer, komm hier nicht lebend raus, klar? Hast du Angst vor mir, Fischer? Komm, lade nach! Leg ihn um! Ich bin fertig! Hey, Scheiße! Oh. Schneid ihn ab, ihr Idioten! Macht ihn fertig! Macht ihn fertig! Legt ihn um! Ein Tausender für den, der ihn abknallt! Legt ihn um! Knallt ihn ab, ihr Idioten! Scheiße, ich verschwinde! Hey, suchst du Arschloch mich? Ich fange an, mich zu langweilen. Wer hat dich geschickt? Ich sage dir kein verdammtes Wort! Okay, genug. Du willst wissen, wer mich geschickt hat? Corbin, André Corbin. Handelt mit Drogen, Waffen, mit allem, was die Leute so wollen. Das reicht mir nicht. Warum will Corbin mich umlegen? Wenn ich rede, tötet er mich. Er saß am Steuer. Er hat deine Tochter angefahren, hat damit angegeben. Hat gehört, dass du ihn suchst und mich bezahlt, damit ich dich umlege. Solltest ihm sein Geld zurückerstatten. Wo finde ich den Kerl? Ich kann dir... In der Stadt, im alten Museum in der King George Street, da wohnt er. Es stehen Wachen davor und an den Seiten. Sag ihm nicht, dass du es von mir hast. Warum sollte ich sowas Gemeines tun? Von mir hast du es nicht, aber ich ahnte die ganze Zeit, dass Sam dort landen würde. Alle miesen Geschäfte auf Malta liefen über dieses Anwesen. Es war Corbins zentrale Schaltstelle. Er hatte den Laden in eine Festung verwandelt. Was der Schuppen, um ehrlich zu sein, schon vorher war. Corbin hat da nur noch ein paar Typen mit automatischen Waffen und nervösen Zeigefingern reingestellt. Doch Sam wusste, dass Corbin da drin war und dass dieser etwas über das Schicksal seiner Tochter wissen könnte. Sam würde hineinkommen. Ganz egal wie.
mir leid. Was ist hier los? Hilfe! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ach du Scheiße! Oh. Der ist bescheuerten Leichen so beeindruckt? Das war noch gar nichts. Wir haben da hinten die Lieferung. Zwei Leichen in der Halle und so wie er im Augenblick drauf ist, weckt Kobe nicht gerade viel Vertrauen in mir. Er ist wieder zugedröhnt und dreht völlig am Rad. Was hast du gesagt? Verstehen kann ich ihn irgendwie. Wegen der Lieferung? Ach Quatsch, davon haben wir doch schon 6 abgewickelt. Dem Kunden war es mit dieser Lieferung aber sehr ernst. Meinst du, er hat das mit Kobe gemerkt? Bei dem, was der Spinner sich durch die Nase zieht, ist es schwer. Was zum... Aber am Markt verpasst. Jetzt müssen wir ihn wohl erledigen. Hast du gesehen, was Kobin an Medikamenten will? Der frisst das Zeug wie Bonbons. Vielleicht braucht er einen neuen Geschmack. Nein, ich meine die Liste. Er hat alles auf eine verdammte Munitionskiste geschrieben. Na und? Was will er denn diesmal? So gut wie alles. Koks, Oxycontin. Sind das Betäubungsmittel für Pferde? Der schmeißt sich das Zeug seit dem Frühstück ein und spült den Krempel damit Whisky runter. Will der hier einen aufs Carface machen? Oh, Schatz! Je eher wir das aufgeladen haben, desto eher können wir es den Amerikanern zum Flughafen bringen.
Und abkassieren. Na, wird's bald. Wie sieht's aus? Wir sind schneller als geplant. Aber sag das nicht den Jungs. Schon klar. Was ist in der großen Kiste? Keine Ahnung, mir egal. Ist teuer und aus Russland. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Nehmen wir wieder den gleichen Piloten, den er die problematischen Daten bekommt. Ja, Kovic vertraut ihm. Die Amerikaner anscheinend nicht, deshalb fliegen sie vermutlich auch mit. Ja, sie schützen ihre Investitionen. Ich möchte echt nicht in seiner Haut stecken, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß. Wie meldet ihr das? Habt ihr das gedacht? Heute Nacht wird kein Scheiß gebaut. Check. Und die Kisten? Ja, das ist so gut. Gibt's schon was Neues vom Markt? Check. Gekonnt ist gekonnt. Können wir es den Amerikanern zum Flughafen bringen. Und abkassieren. Na, wird's bald. Wie sieht's aus? Wir sind schneller. Was ist denn die große Kiste? Keine Ahnung, mir egal. Ist teuer oder Russland. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Nehmen wir wieder den gleichen Piloten? Langsam aber sicher müssten die doch damit rechnen. Die Amerikaner anscheinend nicht, deshalb fliegen sie vermutlich auch mit. Ja, sie schützen ihre Investitionen. Scheiße! Ach du Scheiße! Oh Scheiße! Hat ihn jemand gesehen? Fick dich, dieser Arsch! Wir gehen jetzt rein! Töte ihn! Das ist für Grandos! Wir gehen jetzt rein! Desto eher können wir es den Amerikanern zum Flughafen bringen. Und abkassieren. Na, wird's bald. Wie sieht's aus? Wir sind schon. Aber sag das nicht den Jungs. Schon klar.
immer wieder lustig. Nehmen wir wieder den gleichen Piloten? Den, der die problematischen Ladungen übernimmt? Ja, Coben vertraut ihm. Die Amerikaner anscheinend nicht, deshalb fliegen sie vermutlich auch mit. Ja, sie schützen ihre Investitionen. Ich möchte echt nicht in seiner Haut stecken, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß. Haben wir das geladen? Check. Und die Kisten? Ja, check. Das Versorgungsmaterial? Die großen Kisten? Check. Und das hier? Check. Das Zeug? Check. Verstecken! Keiner legt nicht zu. Da drüben, er hat sich bewegt!